Ja, vielen Dank, Uwe, für die Einleitung. Ich will vielleicht einen Punkt noch ergänzen, was so mancher, vielleicht auch so mancher IEW-Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht weiß. Ich war selber 7 Jahre lang Mitarbeiter am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, habe von 1993 bis 2000 die Forschungsgruppe ökologische Unternehmenspolitik geleitet und war, wie mir vorhin einfiel, sogar kurzfristig auch mal Geschäftsführer. Ja, das passiert kommissarisch, als sozusagen vom einen zum anderen habe ich das dann mal kurzfristig übernommen. Also insofern verbindet mich mit dem IEW auch sehr viel und freue mich jetzt hier beim 30-Jährigen auch dabei sein zu können. Und auch das Motto ist ja Ideen, die fruchten. Heute Morgen wurde unter anderem dieses Ranking der Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte, was seit 1994 das IEW macht, sozusagen, das ist so ein Produkt, offensichtlich mit hoher Nachhaltigkeit, das gibt es heute noch, das habe ich zusammen mit dem Kollegen Jens Clausen damals aus der Taufe gehoben und freue mich, dass es das heute in der Form auch noch gibt. Ja, bevor ich zu dem Titel meines Kurzvortrages Nachhaltigkeitsorientierte Markttransformation, Konzepte und Erkenntnisse, 2 kleine Vorbemerkungen, die mir wichtig erscheinen, wenn wir jetzt über Märkte sprechen, wir werden gleich auch interessante Beispiele im Bereich Mobilität hören. Natürlich muss man Markttransformationen immer eingebettet sehen in größere Transformationsprozesse. Am Schluss sind es nicht nur die Märkte und die Produkte und Dienstleistungen da, die sich verändern müssen, aber sie sind ein ganz wichtiges Element. Und von dem her ist es, glaube ich, richtig, auch darauf zu fokussieren. 2. Vorbemerkung, wenn ich mal die letzten 25, 30 Jahre, die ich jetzt in dem Bereich forsche, Revue passieren lasse, zum Bereich Umweltmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen und was wir da vor 20, 25 Jahren getrieben haben, was wir heute machen, sehe ich doch einen sehr fundamentalen Unterschied. In den 80ern sozusagen waren noch viele Themen rund um Unternehmen. Da fing es mit sozusagen den Abwasserlösungen, mit den Emissionslösungen, den End-of-Pipe-Technologien an. Also sozusagen ganz an der Peripherie dessen, was Unternehmen machen. Dann ging es in Richtung, Kollege Reinhard Friem hatte das genannt, Konzepte des Umweltcontrollings beispielsweise, dann irgendwann Umweltmanagementsysteme, wo es sozusagen etwas stärker ins Unternehmen schon hineinging, in die eigentlichen Strukturen. Und ich mache den Bogen jetzt ganz kurz, wir sind sozusagen von den Unternehmen von der Peripherie jetzt über die 20, 25 Jahre immer mehr zum eigentlichen Zentrum dessen gekommen, was Unternehmen machen. Nämlich die Produkte und Dienstleistungen. Und deswegen gefällt mir auch der Tagungstitel so gut. Wir sind am Kern angekommen, bei den Kerngeschäften. Darum geht es. Es ist der größte Hebel, den Unternehmen haben, dessen, was sie im Zentrum machen. Ich war gestern Abend noch bei einer Veranstaltung mit 25 Gründerinnen und Gründern hier im Rahmen des Businessplanwettbewerbs Berlin-Brandenburg. Da ging es auch um das Thema Nachhaltigkeit. Dazu referiert und dann stellte eine Frau am Ende die Frage, ja, Herr Fichter, also Nachhaltigkeit, da muss man ja so viel bedenken und wo fange ich denn jetzt an? Und ich habe gesagt, das Erste und das Allerwichtigste ist immer über die Frage, was ist mein Nutzenversprechen, was ist mein Wertangebot, was ist sozusagen der Kern auch des Geschäftsmodells, da zu beginnen, das ist der Kern. Und nachdem sind wir sozusagen nach 20, 25 Jahren sowohl Forschung als auch Praxis, glaube ich, angekommen und das ist sehr gut. Wir sind im Zentrum gelandet. 5 Anmerkungen möchte ich machen. Zum einen, wir können, wenn wir zurückgucken, viele tolle Erfolge resümieren, aber wir müssen auch sagen, wir sind von der Umsetzung des Leitbilds einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor sehr weit entfernt. Die weltweiten CO2-Emissionen steigen, das wissen wir, ja, die sinken nicht, die steigen nach wie vor, obwohl wir sehr lange schon darüber diskutieren. Wenn Sie sich den weltweiten Primärenergiemix angucken, ich habe mir das vor 2 Jahren, bin ich zufällig mal draufgestoßen, hat mich das erschüttert. Bis heute sind über 90% des Primärenergiemixes weltweit sind fossil. Erdöl, Kohle, Erdgas. Über 90% bis heute. Das sind 5% noch Kernenergie und das, womit wir uns sehr viel beschäftigen, in Deutschland zu Recht, erneuerbare Energien ist so ein ganz kleiner Teil, ist nach wie vor so. Oder im Feld Mobilität, als jemand, der ein Elektroauto fährt, verstehe ich mittlerweile, warum so wenige Leute Elektroauto fahren, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil es sehr, sehr schwierig ist.
dieser ganze Prozess, an eins heranzukommen und es abzuwägen etc. Wir haben bislang ungefähr 19.000 Elektroautos in Deutschland, gemessen an den 53 Millionen Kfz, die wir haben, ein Bruchteil. Also das sind nur drei Schlaglichter, es gäbe viele mehr. Wir sind weit, weit weg von dem, wo wir eigentlich am Ende hinwollen. Zweiter Punkt. Wir haben heute schon unglaublich tolle Lösungen, innovative Lösungen, ob es Produkte sind, ob es im Bereich Carsharing ist, ob es andere Angebote sind. Und wir stellen aber eines fest, dass der Großteil dessen, was heute zur Verfügung steht, nach wie vor in der Nische drin steckt. Und das gilt für ganz viele dieser sogenannten Umweltinnovationen. Wir haben vor 3 Jahren uns mal 100 Umweltinnovationen, die hier in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren am Markt eingeführt wurden. Das waren Produkt- und Service-Innovationen oder Kombinationen, also von hocheffizienten Kühlschränken bis hin zu Carsharing, bis zu Bio-Lebensmittel, haben wir uns angeguckt. Bewusst sehr, sehr unterschiedliche Felder, 100. Und was auffällt ist, es gibt diese Lösungen, aber der absolute Großteil ist weit unter 10% Marktanteil. Frau Mewes hatte das heute Morgen auch diese Abbildung gezeigt. Es gibt ein paar Beispiele, da sind wir mittlerweile über den 10%. Aber eigentlich doch erschütternd, dass wir bei diesen tollen Lösungen, die es heute schon gibt, immer noch in der Nische stecken. Und insofern würde ich sagen, den Vortrag mit der These überschreiben, aus Nachhaltigkeitssicht haben wir in Deutschland nicht primär ein Innovationsproblem, dass es uns an innovativen Lösungen, die verfügbar sind, fehlt, sondern wir haben ein Diffusionsproblem. Die verbreiten sich einfach nicht gut und schnell genug, um bestimmte Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen. Und ich gucke mal Richtung Uwe Schneidewind, auch ein Konzept wie das Transition Management, was wir ja ein Stück weit auch von den Niederländern sagen, übernommen haben. Wie finden große Veränderungen statt? Wie kann man diese Transitionen organisieren? Da ist ja das Kernbild drin, dass sozusagen erst im Kleinen in der Nische was entstehen muss. Nischenmanagement, ich muss es so organisieren, dass sich da was entsteht. Und dann gleichsam wird es irgendwann mal Richtung Mainstream gehen, hoffentlich, jetzt als vereinfachtes Bild. Und wir stellen aber fest, dass dieses von der Nische wirklich zum Massenprodukt oder im Markt, mit einer hohen Marktdurchdringung, dass es in aller Regel gar nicht stattfindet. Das ist erstmal eine Feststellung. Und vielleicht haben wir da auch ein bisschen naives Vorstellung, sage ich mal selbstkritisch, wie ein solches Nischenmanagement und dann aus der Nische heraus sich solche an sich tollen Lösungen, nachhaltigen Lösungen entwickeln können. Wäre aus meiner Sicht nochmal was wir nachher auch spannend diskutieren könnten. Warum ist das so? Ich stelle fest, es ist so für ganz viele Beispiele, für das Gros der Beispiele, nicht für alle, aber für die meisten. Das wäre eine zweite Feststellung. Also wir haben nicht primär ein Innovationsproblem, wir haben ein Diffusionsproblem. Mein dritter Punkt ist ein empirisches Ergebnis dieser 100 Umweltinnovationen. Wir haben uns die sehr genau angeguckt, wer hat die am Markt eingeführt in den letzten 20 Jahren und wer war das eigentlich? Wer hatte sozusagen den Mut, solche neuen innovativen Lösungen am Markt einzuführen? Ob man mal weiter zurückguckt, wer hat Carsharing eingeführt, wer hat sozusagen die Bio-Lebensmittel, wer waren die Protagonisten im Bereich der Windkraft etc. etc. Also wir hatten ja eine sehr, sehr absichtsvoll, sehr heterogenes Sammlung. Und da stellt man ein Muster fest und das ist sehr interessant, wenn man die grundlegenden Innovationen, also dort, wo wirklich ganz neue Produkt-Service-Systeme entstehen, da würde ich durchaus auch dieses Carsharing dazu zählen, weil es ein ganz neues System, ich würde auch die Elektromobilität mit der ganzen Infrastruktur, die dazugehört, dazu zählen, diese sehr grundlegenden Neuerungen, die wären zu 2/3 von Start-ups, von Gründerinnen und Gründern am Markt eingeführt. Das sind nicht die etablierten Unternehmen, das sind die Start-ups, die das gemacht haben, 2/3. Einige kommen auch von großen, aber es sind die neuen Unternehmen, die diese grundlegenden.
Bei den kleinschrittigen, inkrementellen Innovationen, also wenn ich einen Kühlschrank sozusagen dann noch ein Stück weit energieeffizienter mache, was auch wichtig ist, selbstverständlich, das sind so typische inkrementelle Innovationen, kleinschrittige, die kommen eher von den Etablierten. Das leuchtet vielleicht ein Stück weit auch ein, aber das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Die fundamentalen Neuerungen kommen eher von den Start-ups. Deswegen mein dritter zentraler Punkt: Start-ups sind die Schlüsselakteure, wenn es um grundlegenden Wandel geht. Dazu vielleicht auch eine Zahl. Wir machen beim Borderstep-Institut einen sogenannten Green Economy Gründungsmonitor, weil es bisher keinerlei Zahlen gab, welcher Anteil aller Gründungen beispielsweise in Deutschland findet denn im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Recycling, nachhaltige Lebensstile etc. statt. Gab es bisher keine Zahlen, fanden wir sehr verwunderlich und uns hat es interessiert. Deswegen machen wir diesen Green Economy Gründungsmonitor und daraus kann ich sagen, und das ist statistisch empirisch sehr belastbar, rund 15% aller Gründungen in Deutschland heute, oder ich muss sagen Jahr 2014 korrekterweise, ist das Erhebungszeitraum, 15% aller Gründungen kann man als grüne Gründungen, also solche, die im Bereich der Green Economy stattfinden. Das ist also kein kleiner Anteil. Der ist auch, das können wir über die letzten 10 Jahre sehen, langsam gewachsen. Er ist nicht explodiert, das kann man nicht sagen, aber er ist langsam gestiegen. Ich hatte heute Morgen in der Diskussionsrunde auch mal gesagt, mich würde interessieren, wie der Anteil vor 30 Jahren war. Das können wir zurückwirkend leider nicht mehr erheben, aber wäre sehr interessant, wie sich das die letzten 30 Jahre entwickelt hat. Also wir liegen da bei 15%. Und würde insofern, da nehme ich jetzt auch Bezug auf eine der Thesen, das sehr stark unterstützen. Wir brauchen verstärkt eine nachhaltige Gründungskultur in Deutschland. Das ist ein Schlüssel aus meiner Sicht, um diese grundlegenden Veränderungen herbeizuführen. Und das war, glaube ich, weiß es nicht, muss nachher nochmal gucken. Ja, das war These 4. Also ich würde die sehr unterschreiben. Da passiert auch schon ein bisschen was. Da ist nicht so, dass es noch gar nichts gibt. Cimpe hat heute Morgen zu Recht auf die Bedeutung hingewiesen und dass das noch kaum präsent ist. Das sehe ich ein bisschen anders, aber das machen wir vielleicht in der Diskussion dann, was es da auch schon für Initiativen gibt und was es dort auch an hoffnungsfrohen Beispielen gibt. Mein vierter Punkt, da greife ich auch ein empirisches Ergebnis auf und wir haben uns angeguckt, wie haben sich diese 100 Umweltinnovationen dann verbreitet in Deutschland, also wo ist sie sozusagen eine schnelle Verbreitungsdynamik, wo ist es sehr, sehr flach verlaufen bis heute, wo ist es in der Nische stecken geblieben und was sind die Einflussfaktoren darauf, ob was schnell sich verbreitet oder langsam. Und wir haben da ein ganzes Set von 22 unterschiedlichen möglichen Einflussfaktoren untersucht. Damit will ich jetzt Sie nicht langweilen. Ich will 2 herausgreifen, die vielleicht auch für die Diskussion nicht uninteressant sind. Das eine, was sozusagen über alle Fälle hin sich als ein sehr, sehr starker Faktor gezeigt hat, ist die Marktmacht der etablierten Marktakteure. Das ist ein ganz fundamentaler Einflussfaktor. Das ist jetzt auch nicht unbedingt richtig überraschend, aber wir können das empirisch, statistisch wunderbar belegen. Das ist ein ganz, ganz starker Faktor. Und was heißt das jetzt, wenn dieser Faktor so stark ist? Das heißt, sowohl politisch als auch nachher unternehmenspolitisch, ich muss angucken, haben auch diese Startups, haben die grundlegenden Neuerungen an den Markt bringen, überhaupt eine Chance da, sich durchzusetzen. Im Bereich der Energiewirtschaft haben wir die großen etablierten Spieler. Da ging lange Zeit gar nichts. Da wurde jetzt in den letzten 10 Jahren und dann mit der Energiewende sehr massiv eingegriffen, und sozusagen die Rahmenbedingungen zu verändern. Und um sozusagen auch den Raum ein Stück weit zu schaffen für die neuen Lösungen. Das darf man nämlich nicht vergessen. Also vieles verbreitet sich nicht, weil die Platzhirsche da stehen, die sind sehr, sehr stark, die haben sehr viel Marktmacht und die lassen sozusagen die Neuen, die vielleicht bessere Lösungen haben, nicht auf den Markt. Ich mache ein sehr einfaches Bild. Aber was folgt daraus? Das ist mein vierter Punkt.
wenn wir über Innovationen sprechen, über Neuerungen, die wir wollen aus Nachhaltigkeitssicht, dann muss ich gleichzeitig etwas anderes organisieren, nämlich, dass die alten Lösungen aus dem Markt rauskommen. Wir nennen es auch Exnovation. Innovation und Exnovation müssen zusammenspielen. Da brauchen wir eine Synchronisierung. Und ich würde, heute Morgen klang es auch kurz an, dass wir mehr Förderung brauchen, vielleicht auch für Start-ups und für andere. Ich würde sagen, es würde schon genügen. Man sorgt dafür, dass die Hemmnisse und die Barrieren, dass man die zur Seite schafft, unter anderem dadurch, dass man durch Exnovationsstrategien, dazu gehört eine Energiewende, dazu gehört ein Atomkraftausstieg oder ähnliche, auch stärker voranbringt. Also man muss den Raum schaffen auch für Neues. Innovation, Exnovation. Ich komme zum Schluss. Der letzte Punkt, da greife ich auch einer dieser Einflussfaktoren. Was nimmt Einfluss darauf, ob sich etwas schnell verbreitet für eine gute Nachhaltigkeitslösung oder nicht? Der auch sehr, sehr signifikant ist, das ist die Frage, ob ich mit einer neuen Lösung mein Verhalten ändern muss. Ja, also die Anschlussfähigkeit an Routinen, und wir sind alle sehr, sehr routinegetrieben. Wir sind sozusagen, wir sind Gewohnheitstiere. Wir lieben es, wenn die Dinge so laufen wie bisher. Und im Moment, wo ich Dinge verändern muss, und das muss ich bei Carsharing, das muss ich bei Elektromobilität, das sind die deswegen oft auch so schwierig. Es ist durchaus möglich, wir werden es gleich noch hören. Aber dort, wo Verhaltensänderungen nötig sind, haben wir eine deutlich langsamere Verbreitung. Und ich nenne den Punkt einfach, weil er, glaube ich, zu wenig mitgedacht wird, ob eine neue Lösung sehr grundlegende Verhaltensänderungen braucht. Eine energieeffizientere Waschmaschine, muss ich kein Verhalten ändern, die kaufe ich genauso wie bisher, ich stelle sie genauso hin, ich schließe genauso an, ich nutze genauso wie bisher, sie ist nur energieeffizienter fertig. Da brauche ich keine Verhaltensänderung, deswegen verbreiten sie sich auch so schnell. Aber dort, wo grundlegende Verhaltensänderungen nötig sind, muss ich das ganz bewusst mit bedenken. Und es gilt sowohl für die Startups, für die Unternehmen, als auch für die Politik. Also ich fasse nochmal zusammen, wir sind weit weg. Erstens vom Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Zweitens, aus Nachhaltigkeitssicht haben wir primär kein Innovationsproblem, sondern ein Diffusionsproblem. Startups sind Schlüsselakteure der Transformation. Wir brauchen zur Innovation auch Exnovation, das muss man synchronisieren. Und letzter Punkt, Verhaltensänderungen sind ein fundamentaler Punkt. Vielen Dank.